Das ist also die Nachtigallhalle. Ich habe davon gehört, als ich in die Gilde eintrat, aber nie wirklich daran geglaubt. Okay, interessant. Der Gedanke, dass es sich bei den Nachtigallen nur um einen Mythos handle, wurde absichtlich in der Gilde verbreitet. So wurde die Aufmerksamkeit von unserem wahren Wesen abgelenkt. Was ist denn, Brynjolf? Ich kann schon fast hören, wie ihr die Stirn runzelt. Ich versuche zu verstehen, warum ich hier bin, Mädchen. Ich bin kein Priester und ganz bestimmt nicht religiös. Warum also ich? Es geht hier nicht um Religion, Brynjolf. Es geht ums Geschäft. Ums Geschäft. Das Diebesgeschäft. Tja. Sehr interessant. Dies ist die Nachtigallhalle. Oh. Seit über einem Jahrhundert seid ihr der erste Uneingeweihte, der einen Fuß hier hineinsetzt. Uneingeweihte, okay, interessant. Wenn ihr nun beide zur Rüstkammer gehen würdet, um eure Nachtigallrüstung anzulegen, können wir mit dem Eid beginnen. Oh, wir beide, schön. Die Zeit läuft und Mercer ist immer noch da draußen. Ja, da hast du recht. Wir sollten langsam loslegen. Langsam loslegen, okay. Ganz langsam. Ihr scheint zu zaudern, eure Nachtigallrüstung anzulegen. Was beunruhigt euch? Was haben wir hier? Gestohlene Schatten. Wie hast du mich gemeint? Wir sollten vertrauen und in das Geschäft einwilligen. So. Dann sind wir jetzt auch ein Mitglied der Nachtigall. Oder nee, wir sind der Nachtigall. Schön. Ihr scheint zu zaudern, eure Nachtigallrüstung anzulegen. So. Was beunruhigt euch? Müssen wir anlegen, na schön. So. Diese ganzen Informationen verwirren euch etwas, nicht wahr? Das sieht echt cool aus. Ihr scheint bereit, für den Eid zu sein. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Ich muss sagen, ich mag die Rüstung. Die Rüstung ist echt cool. So, ja. Aha, ein paar Dummies. Die da Dummies. Und sowas hier. Schön. Okay, und was haben wir hier? Was haben wir denn hier? Rote Küche, nehme ich mit. Schön. So. Einmal schnell mitgenommen. Na, was jetzt? In Ordnung. Wir haben die Sachen an. Und jetzt? Hinter diesem Tor tut ihr den ersten Schritt, um eine Nachtigall zu werden. Jetzt mal halblang. Die Rüstung ist in Ordnung, aber eine Nachtigall zu werden, so haben wir nicht gewettet. Damit wir auch nur hoffen können, Mercer zu besiegen, müssen wir Nocturnal auf unserer Seite haben. Wenn sie euch als einen der ihren akzeptieren soll, dann muss eine Vereinbarung getroffen werden. Welche Art von Übereinkunft? Ich muss die Bedingungen wissen. Die Bedingungen sind ganz einfach, Brynjolf. Nocturnal wird euch gestatten, eine Nachtigall zu werden und eure Fähigkeiten für alles zu nutzen, was ihr wollt. Und im Gegenzug müsst ihr im Leben wie im Tod als Wächter des Dämmergrabes dienen. Na, das auch noch. Einen Haken gibt es immer. Aber zu diesem Zeitpunkt gibt es nicht mehr viel zu verlieren. Wenn es das Ende von Mercer frei bedeutet, bin ich dabei. Was ist mit euch? Seid ihr bereit, euren Eid gegenüber Nocturnal abzulegen? Das wäre jetzt eigentlich ein Konflikt, wenn wir so betrachten würden, denn eigentlich haben wir die Seele oder das nach dem Tod schon verkauft. Ja, das mit dem Werwolfblut und so. Ja, wie hieß der? Hyusine. Dass wir mit ihm ständig jagen gehen. Tja, und jetzt kommt das hier. Egal. Gut. Wenn ich das Tor einfach öffne, alles auf einmal. Stellt euch bitte auf den westlichen Kreis. Westlichen Kreis, okay. Auf den südlichen Kreis.
Wir reden, wenn der Eid abgelegt ist. Ja, ist ja toll. So, machen wir schneller bitte. Verdammt. Wir sollten ihr vertrauen und in Ach, das Geschäft einwilligen. Ach, man hat's Maul. Hör auf, mich ranzusprechen. Okay, wir müssen dahin. So. Ich rufe euch, Lady Nocturnal, Königin der Dunkelheit und Gebieterin der Schatten. Hört mich an. Ah, Kalia. Ich hatte mich schon gefragt, wann ich wieder etwas von euch hören würde. Ihr habt wohl etwas verloren. Meine Gebieterin, ich vertraue mich eurer Gnade an und übernehme die Verantwortung für mein Versagen. Ihr seid bereits mein, Kalia. Eure Bedingungen sind schon vor langer Zeit ausgehandelt worden. Was könntet ihr mir jetzt noch anzubieten haben? Ich habe zwei andere, die den Eid leisten und die euch im Leben wie im Tod dienen. Ach, das ist es halt so. Ihr überrascht mich, Kalia. Dieses Angebot fällt eindeutig zu meinen Gunsten aus. Mein Wunsch nach Mercers Ableben übertrifft mein Verlangen nach Reichtum bei weitem, euer Gnaden. Rache. Wie interessant. Also gut. Die Bedingungen sind akzeptabel. Ihr dürft fortfahren. Lady Nocturnal, wir nehmen eure Bedingungen an. Wir weihen uns euch sowohl als Rächer als auch als Wächter. Wir werden unsere Vereinbarung in diesem Leben wie im nächsten einhalten, bis eure Bedingungen erfüllt sind. Also gut. Ich ernenne eure Eingeweihten zu Nachtigallen und stelle bei euch den gleichen Status wieder her, Kalia. Ach, sie hat das verloren. Und in Zukunft solltet ihr mich lieber nicht noch einmal enttäuschen. Okay, interessant. Und tschüss. Okay, was war denn der Bug? War das hier? Hat das hier nicht gar gewirkt? So, und was jetzt? Nun, da ihr den Eid geschworen habt, ist es an der Zeit, euch den letzten Teil des Rätsels zu enthüllen. Mercers wahres Verbrechen. Oh. Mercer konnte nur deswegen ohne zwei Schlüssel die Schatzkammer der Gilde aufschließen, weil er etwas aus dem Dämmergrab gestohlen hatte. Ah. Den Skelettschlüssel. Ja, den kenne ich noch. Dadurch hat er unsere Verbindung mit Nocturnal aufs Spiel gesetzt und im Grunde bewirkt, dass uns das Glück ausgegangen ist. Das schon. Aber bei dem Schlüssel geht es nicht nur um physikalische Hindernisse. Wir alle verfügen über Fähigkeiten, die wir noch nicht nutzen. Das Potenzial, große Macht auszuüben, ist tief in uns verborgen. Sobald ihr versteht, dass der Schlüssel auf diese Eigenschaften zugreifen kann, wird das Potenzial grenzenlos. Das wird wohl leider nicht möglich sein. Schade, ich will ihn haben. Wenn der Schlüssel nicht in sein Schloss im Dämmergrab zurückgebracht wird, wird für die Gilde nichts mehr so sein, wie es war. Ach Mann. Mit der Zeit würde unser Glück schwinden, bis praktisch nichts mehr übrig wäre. Und ob es euch bewusst ist oder nicht, unser verblüffendes Glück ist für unser Gewerbe schon sprichwörtlich. Okay. Wohl wahr. In unserer Branche geht es selten darum, einen gestohlenen Gegenstand seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Ja, stimmt. Tja, Ironie des Schicksals. Bevor wir abreisen, möchte Brynjolf noch etwas Geschäftliches besprechen. Okay, und wo warst du das? Ihr solltet euch anhören, was er zu sagen hat. Hör zu, Bürschchen. Eines müssen wir noch klarstellen, bevor wir uns Mercer schnappen. Die Führung der Gilde. Das übernehme ich. Kalia und ich haben vor eurem Eintreffen lang darüber gesprochen. Ja, gibt es mir. Dank eurer Leistungen wurde Mercers Verrat aufgedeckt.
Nachdem wir uns mit ihm befasst haben, müssen wir nur noch die Gilde zur alter Stärke zurückbringen. Wir beide glauben, dass ihr das Potenzial besitzt, Mercers Nachfolger als Anführer der Diebesgilde zu werden. Ja, endlich. Ich bin schon lange dabei, mein Freund. Sehr lange. Ich habe den Adligen ihre Schätze gestohlen und Priestern Morde angehängt. Oh. Ich mache meine Sache gut und bin vielleicht sogar einer der Besten. Aber das ist alles, was ich kann. Ich bin kein Anführer. Ich hatte nie das Verlangen und es war mir auch nie wichtig. Ich will es nicht. Hm. Okay. Es wird ja langsam Zeit. Ja, so spricht der Anführer der Diebesgilde. Mhm. Gebt nur nicht zu sehr in eurer Rolle auf. Vor eurer Beförderung haben wir noch einen kleinen Auftrag zu erledigen. Ja, das stimmt. Dann steht es fest. Wenn alles vorbei ist und Delvins Kontakte mir versichern, dass wir in Himmelsrand wieder Fuß gefasst haben, befassen wir uns mit den Einzelheiten. Mhm. Bis dahin haben wir noch viel Arbeit vor uns. Mhm. Ich habe mich mit den Plänen befasst, die ihr uns gebracht habt, und bin mir sicher, dass die Augen der Falmer sich in den Zwergruinen in Irkintand befinden. Ach nö, Zwergenruinen. Ne? Kalia und ich werden euch dort treffen. Macht euch bereit, Bürschchen. An den Kampf wird man sich lange erinnern. Okay. Gut. Ja, und einiges von dem, was Kalia gesagt hat, ergibt langsam einen Sinn. Mercer hat vielleicht unseren Ruf beschädigt und unser Gold ergaunert, doch das geht selbst über seine Aktionen weit hinaus. Der alte Delvin nannte es immer einen Fluch und wir verspotteten ihn. Tja, zu früh gelacht. Tja. Raus gegen Mercer, natürlich. Bis zum das müssen wir nicht mal fragen, okay, tschüss. Okay, und sobald ich mal der Chef bin, dann erste Regel, hör auf mich Bürschchen zu nennen. Okay. Na gut, das hätten wir. Schön. Dann kann ich jetzt das hier wieder anziehen. So. Wo ist denn hier? Da. So. Gut. So, geblendet. Da brauchen wir aber noch ein Pferd. Na toll. Für die ganzen Zwergenbarren. So. Tja. Okay. Moment mal. So, ich habe gespeichert, dann will ich mal dahin gehen. Was ist denn hier für ein Drache? Okay. Ach, wollte mich verarschen. Oh shit. Vorher habe ich das beste Ding. Kommt mal her. Kommt mal schön ran hier. Dann geht's erstmal schön Fallschaden. Gut. Kommt mal her. Nee. Gerade die nicht. Verdammt. Oh fuck. Du musst weg. Nein. Von einem Seelenstein umgebracht. Hui. Hui. Na, was geht? Okay, das war interessant. Das war großartig. Diese scheiß Vampire. Kommen die nochmal? Wir sind schon unterwegs. Okay, diesmal nicht verkacken. Diesmal seid ihr dran.
So. Blutiger Vampir. Was? So, nicht das. Wer lebt denn da noch? Doch nicht das. Komm her, du, stier. Stier. Gott. So. Ach, und der Ironie, okay, warum? Warum genau wegen Seele oder was? Okay, warum also das dabei? Nee, egal. So, scheiß Vampire tot. Schön. Okay, und jetzt der Drache. So. Ich hasse diese Fallen. Die sind verdammt stark. Und ich treffe nicht. So, dankeschön. Okay, was für ein Drache haben wir hier? Du schon wieder. Okay, das wird easy. Plack, Dragon, okay. Plack, plack, plack. Das wird easy. Da bist du. Ja, toll machst du das. Bin beeindruckt. Ach so. Ja, das stimmt. So. Das ist so spannend. Hier ist nichts Neues. Was haben wir hier? Ja. Schön. Ja. Krankheit, das kannst du bitte nachschieben. Das macht mir nichts. Bin immun. So. Bitte mal abstürzen. Hui. Schön. Schöne Bruchlandung. Nice. So. Tja. Das ist toll. Beeindruckend. Tschüss. Hui. Geschafft. Schön. Tja. Okay, keine Seele. Ist mir auch recht. Hab ich mir eh nicht so verdient. Es war viel zu leicht. So. Okay, das hätten wir. Das war interessant. So. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen dahin. Dann gehen wir dahin. So, der nächste Drache. Falls einer da ist. Ach ne, wir müssen noch ein Pferd kaufen. Machen wir am besten danach. Nicht, dass der noch stirbt. Okay, bis zum Glacial Dragon. Luna Dragon. Okay, was ist ein Luna?
Was ist Luna? Du bist neu. Du siehst cool aus. Du siehst cool aus. Ja, was ist das? Was ist das denn für ein Atem? Interessant. Die hatten wir noch nicht. Hallo. Holy shit, der Schaden. Holy shit. Okay. Okay, ich hab's verstanden. Was ist das für ein Atem? Blitz und Feuer? Oder ist das eine Dimension irgendwas? Dimensionsschrei? Du bist cool. Du gefällst mir. So. Okay. Dein Drive-By, shit. Damit hätte ich rechnen sollen. Verdammter Sack. Okay. Was? Warum? Was? Hä? Was? 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 Was passiert? Warum wurde ich teleportiert? Was zum Teufel? Gut, habe ich gespeichert. Ja, aber der ist auch einer der stärkeren. Aber die passen sich auch dem Level an. Okay, da war ich zu weit. So, du bewegst dich. Das ist der Grund. Beweg dich doch nicht. Bleib doch da stehen. Das ist ja toll. Nein, 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 nein. Ich geht weg mit dir. Pfui. Tja. Lass doch den Mist. Okay, Zeit für schwere Geschütze. Warte. Wo bist du hin? Na, bist du. Ah, verarsch mich nicht. Okay, das war nicht schlau. Das so zu verwenden. Ja, auf dich zu bewegen. Wo bist du? Da bist du. Schwere Residenz, hab ich das? Hab ich nicht. Hätte ich mal sowas mitgenommen. Machen wir es halt auf diese Art. Schon wieder heilen, ernsthaft. Hör doch auf. So, ein bisschen weiter jetzt. Verstecken. Meine Feste, gehst du mir auf den Sack.
Schon wieder tot. Okay, wir machen es anders. Ach, was doch der Mist. Moment. Ewige Heilung, dankeschön. Machen wir das. Aber ist ja ganz nett. Komm! Schrei in den Himmel! Funktioniert nicht. So. Lenk die mal ab, bitte. Dankeschön. Bleib doch hier! Verdammter Mist. Ja, das kann er gut. So. Geh mal zum Weg, bitte. Und du lande. Warum landest du nicht? Lande doch mal bitte. So. Lande bitte. Tja, was geht? Ist ja nicht so toll. Der Drache da ist langweilig. Lande doch mal. Wir wollen dich zerfleischen. Komm schon. Lande, dankeschön. Wurde auch Zeit. Jetzt alle auf ihn. So. High five. Wir haben es geschafft. Schön. Wir haben es geschafft. Messi. Yay. Schön. Und gerade rechtzeitig zurückverwandelt. Nice. Wird ja immer besser. So. Gut. Das hätten wir. Na gut, wir müssen eh zurück. Frostschaden. Nehme ich mal mit. Und die Master Chest nicht vergessen. Hä? Was, hier ist nichts? Was ist das denn für ein Bug? Was haben wir schon? Ein interessanter Bug. Ich verstehe es nicht. Bin zu doof für das Wort. Oh, das ist dahinter. Nicht? Da ist er toll. So. Ah, wir gehen kurz zurück. Da. Das war ein starker Drache. Der hat es in sich. So, komm mal her. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ja, was haben wir denn hier? Selbstverständlich. Woran hab... Ah, gut. Darauf hatte ich schon die ganze Zeit ein Auge geworfen. Ja, mach mal du mal. Mal sehen, ob es noch zu haben ist.
Okay, schade. Wir werden nie mehr einen Baden haben, das ist vorbei. Der ist für immer weg. Schade. Du, hoch. Was war das denn? Was haben wir denn hier? Spalter. Das häng ich auf. Klinge der Nachtigall. Du kommst mit. Na stimmt, die werde ich mal aufwerten. Ach ja, und das muss ich auch mal tun. Aber irgendwie finde ich das nicht. Diese Dwemer oder Zwergen Armbrust kann ich irgendwie nicht herstellen. Keine Ahnung warum. Okay. Kann sich lautlos bewegen, okay, brauchen wir nicht. So. Das ist immer so anstrengend. So, das kann rein, das kann rein. Was machen wir noch? Gestohlene Schatten. Und vielen Dank. So, ja, das war das, okay. So. Okay. Tja, jeder Bart ist weg, die Leiche. Okay, warum kann ich dann keinen einstellen? Und wo können wir hier noch was hin tun? Das ist voll. Ist auch voll. Da haben wir noch einen Platz. Wir haben noch nur eins, oder? Genau. So. Schön. Okay. Tja, die Waffenkammer ist voll. Und hier ist langsam auch alles voll. Na toll. Nicht mehr so viel. Was wir aufstellen können. Wir brauchen bald ein zweites Haus. Es wird Zeit. Aber erstmal das hier. Was brauchen wir denn hier? Warte mal. Schmiedekunst. Ja, das habe ich nicht. Okay, na toll. Okay. Na gut, da machen wir direkt weiter. Na gut, ich will mir eh mal die anderen zwei Häuser bauen. Ist auch noch ein Ziel hier. Wir wollen am Ende alles besitzen und alles sein und alles tun und alles getan haben und alles besitzen. Vorher wird Skyrim nicht beendet. Und alles erforscht, auch noch natürlich. Jeden einzelnen Ort. Okay, Pferd haben wir. Gewicht, sieht gut aus. Dann können wir loslegen. Diese Zwergenruinen auseinandernehmen. Wissen das? Da. So. Oder kann man da am meisten aufstellen? An Gegenstände, Rüstung und Waffen. Wenn ja, dann werde ich das tun. Dann werde ich alles dahin verfrachten. Ging in die falsche Richtung.
Wo ist denn jetzt mein Pferd hin? Hallo, Pferd. Was machst du hier? Du warst nicht hier. Du warst woanders. So. Hui. Und hui. Und hui. Warte. Achso, war das Fallschaden? Ach, Mann. Ja, erschreck mich nicht so. Hallo, Wayne. Guten Morgen. Oh, 5 Uhr, shit. Die Zeit verfliegt wieder, okay, guten Morgen. Ich dachte gerade, es wäre 2 Uhr oder 3, aber 5 Uhr. Holy shit. Nice, okay, dann freue ich mich schon drauf. Vorsichtig. Oh shit. Ach. Ja, ganz ruhig, wir haben es geschafft. So. Ja, mir geht's auch gut. So. Ist wieder ein Bug. Ah, ne, doch nicht, okay. Makelloser Rubin, nice. Dankeschön. So. Okay, die Zwergenruine. Jetzt wir farschen. Wir haben hier einen Idioten. Lass mein Pferd in Ruhe. Das ist frisch gekauft. Du kleiner Pisser. Hör auf mit dem Scheiß. Das ist frisch gekauft. So, Schnauze hier und du auch. Lass mein Pferd in Ruhe. So, Schnauze jetzt. Keine Gnade. Pferd, wo bist du? Nicht sterben, ich brauch dich noch. So. Wo ist mein Pferd? Da ist es, okay. Du lebst noch. Du bist da oben. Moment. Wo bist du hin? Komm da runter. Na, warte. Wie komme ich zu diesem Hampelmann hin? Wo ist denn der Weg nach oben? Jetzt will ich verarschen. Wo ist denn der Weg? Ah, du bist da. Gut. Schnauze jetzt. Das war gar nichts. Das war auch gar nichts. So, Schnauze jetzt. So. Okay. Pferd. Pferd, wo bist du? Pferd. Nein, Pferd, wo bist du hin? Geht's dir gut? Ja, du bist da, gut. Okay. Okay.
So, na komm schon. Dankeschön. So. Veränderung, okay. Brauchen wir nicht. Okay, wo geht's denn jetzt weiter? Was ist das denn für ein Labyrinth? Also, lassen hier. So. Ein einsamer Stuhl. Tja. So schön hier. Der beste Platz. So. Okay. Ach. Du. Hast mich nicht gehört. Moment. Ich will das da. Dankeschön. So. Was? Oh. Geh wieder schlafen. Hier ist nichts. Hoch. Ja, geh in den Boden rein. Was auch immer. Mach du mal. Da ist noch einer, okay. Oh, Apfelkuchen, lecker. Wir sind hier noch. Wo bist du? Was ist denn in diese Richtung? Unter mir. Anführer. Hallo, wo bist du? Anführer, wo bist du hin? Red noch mehr. Red bitte noch mehr. Hallo. Wie ist dein Name? Wie ist das Wetter bei dir? Erzähl doch mal. Okay. Wo bist du? Was ist da weit oben? Hier war das, okay. Das geht alles. Sand, Holz, Stein, Beton, Eisen, was auch immer. Die machen das gerne manchmal. Okay. Was ist denn der Eingang? Was ist das denn für ein scheiß Labyrinth? Und hier soll doch mit dem Pferd durch. Meinst du das ernst? Ach komm, halt's Maul. Ach so, okay. Wollte schon runterschubsen, aber so ist auch gut. Geh mal lieber dahin. So. Tschüss. Sagte tschüss. So. Gute Nacht. So. Komm mal mit. Runterschmeißen. So. Ich wollte hier runterschmeißen, also mache ich es jetzt so. Schön. Okay, es ist ein Spaß nachher mit dem Pferd hier hinzugehen. Da bist du. Banditenanführer. Doch. Tschüss. Ich kann euch nicht. Mist. Nee, hast mich nicht. No.
Okay, cool. Dann freue ich mich schon drauf. So. Noch einer hier. Niemand? Okay. Jetzt schon die Master Chest, okay. Warum nicht? Okay. Das andere Ding ist da oben. Der Ausgang. Wie mache ich das mit dem Pferd? Ich lasse es hier. Ich lasse es da unten. So. Ah, gar nichts, okay.